Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte 2. Ja, beim letzten Mal sind wir mit Max Gruber angefangen und dürfen jetzt diese komische Sam retten, die da in so einem Gefängnis eingesperrt ist. Und ja, beim letzten Mal haben wir auch ganz, ganz viele Sachen hier eingesammelt. Und ja, wir können jetzt mal alles hier in Ruhe untersuchen, was wir hier eingesackt haben. Da ist nämlich einiges bei. Und ja, fangen wir mal hier ganz links an. Das Foto von Nina. Nina Kalenko, meine Ex. Irgendwas zwischen dem Paradies auf Erden und der heißesten Hölle. Aha, sehr interessant. Eine Flagge. Eine blaue Flagge, die mal am Fahnenmast des Lagers flatterte. Es flattert und flattert und plüstert sich auf. Der hat vermutlich mal unerwünschte Besucher von Sams kleinem Garten ferngehalten. Das war der Zaun, genau. Ein Bambusrohr. Ein langes Bambusrohr. Das ist mal kurz und präzise. Eine Planetenliste. Eine von Sam erstellte Planetenliste. Offenbar haben die Ureinwohner dieser Insel bereits viele der Planeten unseres Sonnensystems gekannt, was eine absolute Sensation wäre. Und wenn ich Sams Gekritzel auf der Rückseite richtig entziffert habe, stellt diese Liste mit den Planeten und den dazugehörigen Symbolen eine Art Götterhierarchie dar. Mit Venus, der Göttin der Liebe, ganz oben auf der Liste, muss das ja eine sehr fruchtbare Zivilisation gewesen sein. Ja, aber wenn das eine komplette Götterliste ist, ich meine, ich kann es ja verstehen, aber gilt Erde als Begriff auch für einen Gott? Also ich kenne Mars, Jupiter, Neptun, Saturn, Pluto, kenne ich alles, klar. Aber Erde? Oder ist das ein Sonderfall? Bin mir gerade nicht sicher. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob Erde auch ein Gott ist oder auf einen Gott basiert. So, eine Übersetzung. Laut Überschrift ist dies die Übersetzung der Inschrift an der Tempeltür. Die hat Sam vermutlich in mühsamer Kleinarbeit angefertigt. Hier steht, achte die über allem thronende Göttin. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbstverschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ein Helm. Ein Helm mit Helmlampe. Praktisch, wenn man durch enge Stollen kriechen muss und keine Hand für eine Taschenlampe frei hat. Ja, ist richtig. Ein verpackter Donut. Ein in Klarsichtfolie gewickelter Donut. Ich mach die Folie mal ab. Ach so. Ach, jetzt da hinten. Okay. Ein Donut mit Zuckerguss. Nicht mehr ganz frisch, scheint aber noch genießbar zu sein. Warum hast du dann die Folie abgemacht? Dann wäre er noch frisch gewesen. Naja. Darin war der Donut eingewickelt. Gut, also brauchen wir die Folie wahrscheinlich nochmal extra. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Beim Helm, ne? Genau, der Luftballon. Ein grüner Luftballon mit Waldmeistergeschmack aus Sams Rucksack. Ich will gar nicht wissen, warum sie sowas mit auf eine archäologische Expedition nimmt. Wozu hat ein Luftballon denn Waldmeistergeschmack? Ich meine, zum Aufpusten brauchen wir... Ja gut, das einzige Mal, dass man einen Luftballon in den Mund nimmt, ist ja wohl zum Aufpusten. Und dafür braucht man dann... Na, ich weiß auch nicht. Na gut, egal. Eine Bierdose. Ich habe noch nie verstanden, was die Leute an Bier so toll finden. Muss erblich sein. Bei uns zu Hause hat man das Zeug nur dazu benutzt, die Schnecken aus dem Blumenbeet zu fangen. Mhm. Ja gut, ich bin auch kein großer Bierfan. Zwei Leuchtstäbe für Notfälle. Okay. Ja, wir haben es gleich geschafft, gleich gehen wir weiter. Die gehörten mal zu meinem Zelt. Etwas verbogen, aber sonst noch ganz in Ordnung. Okay, das war Tatsache sein Zelt, aha. Die Kanne? Eine gusseiserne Teekanne. Die Blüten? Hallo? Hibiskusblüten, das erkenne sogar ich. Die Blütenblätter haben eine wunderschöne tiefrote Färbung. Ich glaube, dass man daraus sogar Tee machen kann. Also aus den Blüten, nicht aus der Pfauenfeder. Eine Pfauenfeder? Die stammt wohl von einem der Totems, die Sam um das Lager herum aufgebaut hat, um wilde Tiere fernzuhalten. Mhm. Und die beiden hatten wir gerade schon. Gut, dann würde ich sagen, müssten wir jetzt ja eigentlich da lang gehen können. Denn... Sie hat doch gesagt, dass der Affe immer vorausgelaufen ist. Ich vermute mal, dass der jetzt mitkommt, ne? Oder wie ist das? Wie soll ich in diesem dichten Urwald nur den Weg zum Tempel finden? Na hier. Naja, ich muss es halt versuchen. Was anderes bleibt mir kaum übrig. Ah, er rührt sich. Sehr gut. Guck, meine ich doch. Hat der Alex wieder recht gehabt. Ja, lauf. Oh, du willst mir den Weg zeigen? Prima, dann mal los. Sehr schön. Mist, das war wohl nichts. Hör mal zu, mein Kleiner. Ich bin ein Lama und untrainierter Zweibeiner. Du musst schon ein bisschen langsamer laufen. Die ersten paar Meter gingen ja noch,
aber dann warst du plötzlich weg. Also, beim nächsten Mal bitte auf mich warten, klar? Ich müsste mir was einfallen lassen, wie ich dem Affen besser folgen kann. Ich könnte ihm den Donut geben. Die Blüten in den Donut stecken. Nee. Ich hab gedacht, wenn er dann frisst und dann rumbröselt, fallen halt immer Blüten raus. Oder ich gebe ihm einfach ganz normal den Donut. Könnte natürlich auch klappen. Hey, wie wär's mit deinem Donut? Komm. Nein? Auf Diät? Na gut, dann eben nicht. Aber vielleicht haben wir was, ne, Bananensaft oder so haben wir nicht. Vielleicht können wir irgendwas mit dem Donut machen, dass es schmackhafter wird. In Bier tauchen. Bierdose mit Donut. Nee. Ich guck grad mal, ob man den. Du selbst trinkst das nicht, ne? Alkohol trinke ich grundsätzlich nur in Spielen, die ab 18 Jahren freigegeben sind. In welchen Spielen kommst du denn vor, die ab 18 sind? Das möchte ich mal wissen. So, was machen wir mit dem Donut? Nichts. Wir machen nichts mit dem Donut, wie es mir scheint. Leuchtstäbe, Bierdose, Luftballon. Kannst du den aufpusten? Kannst du nicht? Kann er nicht. Bambusrohr. Auch nicht. Gott, haben wir viele Sachen. Bambusrohr. Können wir auch mit nichts verbinden. Ich gehe das gerade so ein bisschen durch, wie man sieht. So, die Plastikfolie. Können wir aktuell auch mit nichts verbinden. Die Pfauenfeder, also ich weiß ja nicht, ob das irgendwie gerade Sinn hat, was ich hier mache. Und so. Es würde sich ja grün verfärben, wenn irgendeine Kombination funktionieren würde. Ah, wir können die Flagge mit dem Helm? Wenn ich das über die Helmlampe legen würde, hätte ich farbiges Licht. Aber was bringt mir das hier? Okay, wir können schon mal farbiges Licht kreieren. Das brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber gut, wissen wir das schon mal. Den Zaun können wir aktuell auch nirgends dran machen, wie es aussieht. Doch, mit den Stangen. Ich werde den Zaun mal mit den Zeltstangen stabilisieren. Fertig. Ich habe den Maschendrahtzaun mit den Zeltstangen verstärkt. Können wir das hier wieder hinstellen? Nö. Jetzt haben wir einen Zaun. Können wir den Zaun mit irgendwas kombinieren? Wahrscheinlich nicht. Das brauchen wir wohl für irgendwas. Die Leuchtstäbe. Können wir auch mit nichts kombinieren? Tja. Haben wir den Ballon schon probiert? Mit dem Helm. Wenn ich das über die Helmlampe legen würde, hätte ich farbiges Licht. Aber was bringt mir das hier? Okay, also mit dem Ballon machen wir grünes Licht und mit der Flagge machen wir lila Licht. Ist okay, habe ich das schon mal verstanden. Und die Leuchtfackeln können wir anscheinend noch nicht benutzen. Ist aber bald durch mit dem Kram hier, ne? Die Zeltstangen nochmal eben. Jetzt haben wir bald nichts mehr zu tun. Ja, dann haben wir noch die Teekanne. Ah, die Teekanne mit den Blüten? Manchmal ist es besser, Dinge nicht zu hinterfragen, sondern sie einfach zu tun. Ich schätze, das hier ist so eine Aktion. Okay, ich habe jetzt die Kanne voller Blüten. Ein Moment. Wenn ich da jetzt noch Wasser mit reinpacke, vom Fluss, könnte ich hier mit der Glut noch einen Tee machen oder so, einen Tee aufsetzen. Es ist zu früh, um sich... Du sollst dich nicht ertränken. Aber jetzt schon mal... Doch, das hat mich im letzten Part doch gezeigt, ne? Es ist zu früh, um sich zu ertränken. Und zum Waschen ist es zu spät. Ja, ich nur, dass ich das noch einmal gehört habe. Ich wusste jetzt nicht, ob das, ob ich das letzte Part angeklickt hatte. Ich glaube schon. So, Kanne voller Blüten mit Wasser. Gute Idee. So bleiben die Blüten etwas länger frisch. Ja, aber jetzt können wir doch einen Tee machen. So, und jetzt machen wir mit schwimmenden Blüten in die Glut. Da, siehst du mal. Guck. Schön Blütentee. Ein paar Minuten Geduld. Ja, und wozu braucht man den Tee? Jetzt habe ich Hibiskus-Tee. Prima. Nur, was soll ich damit? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Wir haben jetzt ist es rote Farbe.
Völlig ungenießbar. Was wohl daraus wird, wenn ich noch länger warte? Nee, keine Zeit. Ich steck das Zeug mal ein. Wir haben jetzt rote Farbe. Kanne mit roter Pampe. Auf den Donut? Nein. Auf die Folie. Jetzt habe ich rote Folie, aber keine Klarsicht mehr. Okay, wir haben jetzt rote Folie, grüne, grün und lila. Mit den drei Farben können wir nachher dann mit dem Helm Licht machen. Das hilft mir jetzt aber alles nicht weiter für den Affen. Gut, das Rätsel haben wir wahrscheinlich jetzt gelöst. Wie machen wir das denn jetzt mal? Ich müsste den Affen vielleicht an eine Leine legen oder so. Geht das? Ich weiß nicht, ob ich den Affen mit der Pfauenfeder verjagen kann, aber eigentlich will ich das auch gar nicht. Du sollst ihn ja auch nicht verjagen. Mit der roten, nee, Folie nicht. Mit dem Zaun. Eigentlich müssten wir den Affen in den Rucksack stecken oder so. Aber die rote Pampe haben wir trotzdem noch, fällt mir gerade auf. Warte mal, kann ich denn die Pampe noch woanders drauf packen? Nee. Schade. Mit dem Bambusrohr auf den Affen? Nee, ist auch nicht so gut, ne? Flagge, Foto. Das Foto von Nina mit dem Affen? Nein, klappt auch nicht. Planetenliste, der Helm. Hier draußen ist es hell genug. Hast du nicht ganz unrecht. Ballon, die Bierdose will er nicht, ne? Ich gebe Tieren aus Prinzip keinen Alkohol. Erstens ist das kein Stück witzig, sondern Tierquälerei. Oh. Und zweitens bleibt dann mehr für mich. Du willst doch keinen Alkohol trinken, nur in Spielen über 18, die ab 18 freigegeben sind. Ja, was mache ich denn nun? Mit den Zeltstangen will ich den Affen eigentlich auch nicht da wegholen. Wie kriegen wir denn den Affen an die Leine? Ich versuch's nochmal. Wahrscheinlich können wir ihm ja immer noch nicht hinterherlaufen. Das ist das Problem. Der Affe ist zu schnell weg. Wir müssen dem Affen besser... Dieses Mal nicht so schnell, hörst du? Ja, ich habe eine Idee. Puh, ich komme langsam in die Jahre. Ich glaube, wir haben ein Kommunikationsproblem. Langsamer! Ich müsste mir was einfallen lassen, wie ich dem Affen besser folgen kann. Das klang gerade so ein bisschen bayerisch. Ja, langsamer. Ja, wir sind lang. Langsamer. Ich glaube, dass der Affe die rote Farbe irgendwie an sich kriegen muss. Wie machen wir das denn? Kann ich die rote... Der Affe muss die rote Farbe durch den Dschungel treten, vermute ich. Kann ich die rote Folie noch mit was anderem kombinieren? Mal gucken. Aber dem Helm. Wenn ich das über die Helmlampe legen würde, hätte ich farbige... Ja, ja, schon klar. Aber kann ich mit dem roten Tuch noch was anderes machen? Nee. Aber ich muss mit Sicherheit irgendwas mit der roten Pampe machen. Und das muss der Affe dann irgendwie durch den Dschungel treten. Habe ich hier noch irgendwas? Was ich... Den Totem... Der Flaggenmast... Der steckt tief und fest in der Erde. Kann ich die Flagge wieder dranhängen? Nee, will er nicht. Das Bambus. Kann ich da irgendwas ranhängen? Ballon. Was brauche ich denn überhaupt nicht? Die Zeltstangen vielleicht nicht mehr. Die Leuchtstäbe. Die Bierdose auch nicht. Den Donut hänge ich daran. Auch nicht. Die rote Folie. Den Zaun. Die Feder. Die Kanne. Auch nicht. Das ist echt nicht so einfach. Warum wird die Kaskade überhaupt hier angezeigt? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Die Feuerstelle. Kannst du was daneben? Ich sollte das Feuer lieber nicht neu entfachen. Ach so. Denn wenn die Typen, die Sam entführt haben, zurückkommen und ein brennendes Lagerfeuer sehen, werden sie vermutlich nach mir suchen. Mhm. Das sprachen wir ja von. Kannst du noch mal neu... Ich will noch ein bisschen was von der Pracht erhalten. Okay. Warum hängt der Ast hier? Kann ich da was ranhängen? Fällt mir gerade ein. Vielleicht die Kanne? Ich kann bestimmt was an den Ast hängen und dann fällt das vielleicht runter. Den Donut?
Die Faunfeder. Irgendwas kann ich doch bestimmt an den Ast hängen. Zeltstangen nicht. Leuchtstäbe. Bierdose. Ich hätte ja fast den Zaun gesagt, dann könnte man vielleicht Fische fangen. Warte, habe ich das probiert? Also als Reuse praktisch benutzen, ne? Aber das klappt auch nicht. Den Ballon, die brauche ich halt noch für die Farbe. Den Helm auch nicht, die Übersetzung. Das Bambusrohr an den Ast hängen ist auch Quatsch. Die Flagge. Ja, was soll ich machen? Den Ast einwickeln? Ich warte mal noch ein bisschen, bis mir die große Erleuchtung kommt. Den Ast einwickeln nicht. Nee, aber warum kann man das machen? Kann ich... Wenn ich das über die Helme... Ach. Ich kann irgendwas mit dem Ast machen, mit Sicherheit. Fluss. Kann man in den Fluss... Flacher Stein. Keine Chance. Entweder bin ich körperlich am Ende oder... Ich habe mich gerade für die andere Alternative entschieden. Völlig egal, welche das sein mag. Also ich kann irgendwas an dem... Kann ich die Flagge mit dem Stein? Irgendwas kann ich auch mit dem Stein machen. Bierdose? Auch nicht. Leuchtstäbe? Nein. Zeltstangen? Nein. Der Donut? Auch das nicht. Der Zaun? Aha. Also doch eine Art Reuse. Clevere Fischchen. Statt sich im Zaun zu verfangen, springen sie einfach drüber. Respekt. Ja, jetzt habe ich dann verstärkten Zaun. Die springen tatsächlich drüber, habt ihr das gesehen? Da war gerade einer, der rübergesprungen ist. Ja, jetzt habe ich dann Zaun hingestellt und nun hänge ich da die Flagge doch ran. Die Flagge als Fischfänger. Okay, warum nicht? Einen Versuch ist es wert. Aber der Affe geht doch nicht dem Fisch hinterher. Oh. Na, das ging ja schnell. Vielleicht sollte ich mal über eine Karriere als Fischer nachdenken. Ja, jetzt haben wir einen Fisch. Mein erster selbstgefangener Fisch. Und? Nein, er ist nicht tot. Er schläft nur. Mhm. Kann ich den Fisch mit irgendwas verbinden? Also ich würde es jetzt irgendwie merkwürdig finden, wenn ich dem Affen den Fisch geben müsste. Weil Affen fressen doch keinen Fisch. Geht auch nicht. Was soll ich jetzt verdammt nochmal hier mit dem Fisch in den Rucksack stopfen? Ja, da ist ja noch ein flacher Stein im Wasser. Soll ich den direkt ausnehmen? Der flache Stein bringt mir bisher noch nichts. Warum habe ich jetzt den Fisch dabei? Ich bin jetzt echt ein bisschen überfragt. Wir haben ja schon ein bisschen was erreicht, so ist es nicht, aber ich komme hier echt gerade nicht weiter. Flacher Stein. Ein Stein. So flach wie die Witze von der Dame, an die ich nicht mehr denken will. Ja, die hat echt flache Witze, das ist wohl wahr. Was machen wir denn noch jetzt damit? Wie kriege ich den Affen dazu, dass er langsamer ist oder mir irgendwelches was hinterlässt? Die rote Pampe. Verstärkter Zaun. Der steckt da ziemlich gut drin. Und den Fischen scheint es auch zu gefallen. Kann ich noch einen Fisch fangen? Ich halte es da wie die meisten Wissenschaftler. Es reicht völlig aus, wenn man einmal beweisen kann, dass etwas funktioniert. Alles andere ist pure Zeitverschwendung. Gut, dann haben wir das auch erklärt. Also mit dem flachen Stein kann ich gerade nichts anfangen. Kaskade, ja, das haben wir auch schon gemacht. Die sollte uns nur zeigen, dass die da drüber springen können. Deswegen war die Kaskade. Ein zerstörtes Zelt. Liegt hier noch irgendwas rum, was ich jetzt verbaselt habe? Die Feuerstelle. Kann ich noch irgendwas mit der Feuerstelle machen? Vielleicht die Zeltstangen da reinstecken. Den Fisch braten. Den Donut braten. Faunfeder. Teekanne. Nochmal. Es hat keinen Sinn, die rote Pampe noch weiter einzukochen.
Was mache ich mit der roten Pampe, verdammt? Die werde ich ja schlecht einfach so dem Affen geben können, oder? Nee, das wäre Quatsch. Der fällt ja da runter. Was machen wir denn hier, verdammt? Der Totem. Ja. Sam meinte, dass die auch... Naja. Kann ich irgendwas mit dem Totem benutzen? Donut an den Totem packen. Den mit der Farbe, mit der Pampe bestreichen. Auch das nicht. Was ist das? Ach, hier ist der, ach, der Garten ist ja auch noch da. Stimmt ja. Der Garten. Vielleicht kann ich mit dem Garten noch irgendwas machen. Die Zeltstange in den Garten stecken. Das Blasrohr. Das kann ich mit nichts kombinieren, das Blasrohr tatsächlich, ne? Nee. Im Rucksack war anscheinend auch nichts mehr drin. Und hier ist Ende im Gelände. Es tut mir echt leid, Leute. Wir sind nicht weit gekommen. Oh, Baum. Das ist wie ein Paradies. Da soll mal einer drauf kommen. So, wenn ich jetzt die Kokosnuss anmale, ne? Ja. Dann ist die Papaya rot. Oder ist es eine Papaya? So, und jetzt können wir die Papaya dem Affen geben. Na, wie ist noch ein Rätsel gelöst? Na, Appetit auf leckere Papaya? Ach, guck. Ja, haben wir es doch noch geschafft. Ich bin begeistert. So, mein Freund, jetzt hast du auch rote Hände. Genau, und jetzt können wir vielleicht doch noch mal kurz in den Dschungel gehen. Gucken, wo wir hinkommen. Dann haben wir ein bisschen was erreicht. So. Ah, sehr schön. Jetzt ist mir egal, wie schnell du läufst. Hauptsache, du bleibst auf dem Boden, damit ich deine roten Spuren verfolgen kann. Das scheint der Tempel zu sein. Von Sam ist aber weit und breit nichts zu sehen. Die Spuren des Äffchens gehen aber noch weiter am Tempel entlang. Ich folge ihnen mal. Ja, ich hätte mir das vielleicht schon mal angeguckt hier. Da ist sie. Sie wird in einem Käfig gefangen gehalten und die Wache ist schwer bewaffnet. Von hier aus stehen die Chancen schlecht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, an sie ranzukommen. Max! Er lebt. Er hat mich gefunden. Jetzt stehen meine Chancen wieder deutlich besser, lebendig aus diesem Käfig rauszukommen. Ich sollte mich aber lieber ruhig verhalten, damit die Wache keinen Verdacht schöpft. Solange außer mir keiner weiß, dass Max hier um den Tempel rumschleicht, stehen unsere Chancen für einen Überraschungsangriff gar nicht mal so schlecht. Ich kann nur hoffen, dass Max schon einen Plan hat. Einen guten Plan. Hm. Wenn ich doch nur einen Plan hätte. Ja, okay, dann kümmern wir uns im nächsten Part darum, wie wir jetzt Sam befreien. Und ich hoffe, es macht euch trotzdem weiterhin noch Spaß. Das war jetzt meine erste Aufnahmesession bis hierhin. Und ich denke mal, dass wir auf jeden Fall noch weitermachen werden morgen. Heute wohl nicht mehr. Aber ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr zuschaut. Und würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.